Hallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Tomb Raider 3. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Und hier geht's jetzt weiter. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen was geschafft. Nee, eigentlich kaum was. Nämlich, wir haben einen Schlüssel gefunden. Nämlich den Schlüssel zum Belüftungsraum. Wo auch immer das ist. Ich habe noch keine Ahnung. Ist aber eigentlich immer ein gutes Zeichen. Wenn ich noch nicht weiß, wo hier was ist. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Da. Ich habe jetzt tatsächlich keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Hier geht's halt bloß nach unten. Oder nicht? Da ist halt. Ach so, hier sind mehrere Ein- und Ausgänge. Dann gehen wir mal in den ersten. Wir haben ja gerade gespeichert. Wir haben zwei Speicherkristalle quasi geschenkt bekommen. Davon haben wir jetzt einen genutzt. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Von daher. Oh. Liegt da was? Man kann es nicht wirklich erkennen, ne? Lara, nimm mal deine Gusche da weg. Nein, da liegt nichts. Okay. Ja, ich hoffe, das sieht man nicht in der Aufnahme, aber eigentlich war es gestern auch schon so. Mein linker Monitor flackert beim PlayStation-Emulator immer so ein bisschen. Weiß nicht, woran das liegt. G-Sync und sowas ist nicht an. Aber, na, V-Sync vielleicht. Macht aber insoweit nichts, dass ich halt. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Da ist schon mal nix. Hier rechts ist direkt ein Schalter. Ist hier unten irgendwas zu sehen, wo man unten hin könnte? Ne, hier ist bloß sicherer Tod, ne? Hier liegt also nicht irgendwie sowas wieder wie ein Speicherkristall, aber du gehst runter, machst einen extra Weg und. Nee. Nee, 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 nee. Ist jetzt dann doch eigentlich noch relativ linear aufgebaut. Mich hat es halt eigentlich verunsichert, dass es dann hieß, es gibt drei Wege, weil ich das Gefühl habe, dass die Wege sich dann irgendwann kreuzen. Werden sie dann wahrscheinlich auch. Aber wahrscheinlich wird es dann auch passieren, dass wir dann Wege rennen, die wir gar nicht müssen. Und am Ende sind das Level dreimal im Kreis gelaufen. Wo ist das? Wer es weiß, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich habe keinen Film. Die Farbe. Kann Lara damit was machen? Können wir Lara damit zum Clown abschminken? Nein. Hier ist aber kein Gitter. Heißt das, ich soll hier. Never. Genau das heißt es schon mal nicht. Da kommen wir nicht hin. Überlebt die nicht. Und jetzt? Ich weiß jetzt schon nicht mehr weiter, ist ja auch klasse. Aber darüber, das hätte sie nie geschafft, oder? Nee, eigentlich nicht. Warum sehe ich das erst jetzt? Ah! Gut, danke der Nachfrage, aber nein, wir schaffen das nicht, selbst wenn wir uns ablassen nicht. Warum sehen meine Äuglein das erst jetzt? Wir müssen nur dran denken, wir müssen den Schalter betätigen, dass wir das nicht vergessen. Kai an der Themse heißt das Level. Habe ich, glaube ich, aber schon mal gesagt, oder? Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt, wie es heißt. So. Können wir denn sonst noch, außer halt hier einmal rüber zu springen, irgendwas machen? Irgendwo hin? Nicht wirklich, ne? Da drin waren wir. Da liegt halt noch Shotgun-Ammo. Halt drei Eingänge. Wo geht der jetzt eigentlich hin? Ah! Fuck, ich habe das Mistvieh vergessen. Wartet mal. Oh, seid ihr mies!
Da wäre ich mein Lebtag nicht drauf gekommen. Das war jetzt einfach nur die Eingebung, weil ich gesehen habe, dass da so eine... Geh sterben. Gut, wir nehmen kurz die Shotgun-Ammo mit. Da wäre ich mein Lebtag nicht drauf gekommen. Das habe ich jetzt nur gesehen wegen der Schräge. Weil ich ein alter Tomb Raider-Hase bin. Aber ich glaube, würde ich das Spiel das erste... Oder würde ich diese Spiele jetzt gerade tatsächlich das allererste Mal spielen, ich hätte das nicht... Es geht hier sogar noch weiter. Sicher? Ja, halt bis hier, ne? Dann könnte man hier wieder runter. Oder hier hin. Das hier auch nochmal Munition. Das haben wir nicht mal ein Secret? Doch. Doch. Es ist sehr wohl ein Secret. Okay, sehr schön. Wie viele gibt es eigentlich? Drei? Vier? Das hier ist jetzt mies. Aber warum sollte ich jetzt hier runter? Ich meine, weil ich mich jetzt da runterfallen lasse, verliere ich massig Leben. Und wenn ich mich da runterfallen lasse, verliere ich nochmal massiger Leben. Also, macht keinen Sinn. Gut versteckt, Cordy sein. Gut versteckt. Gut gespielt. Hier komme ich dann nicht mehr weiter, ne? Nein. Wie viele Secrets gibt es? Fünf. Scheiße. Das sagt einiges, oder? Für die Größe dieses Levels. Wo komme ich denn hin, wenn ich mich... Moment mal. Wenn ich mich hier jetzt ablasse, ach, dann bin ich wieder hier. Nee, das will ich nicht. Nee. Aber das ist jetzt alles ein Abschnitt. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich weitermachen soll. Tatsächlich. Also wenn ich jetzt hier hingehe und hier nicht irgendwie einen Gang oder sowas übersehen habe. Shotgun-Ammo haben wir eigentlich. 18. Ich muss jetzt nämlich tatsächlich für den Rest des Levels die Desert Eagle ein bisschen sparen. Fürs Rest des Levels, fürs Rest des Spiels ein bisschen. Was aber eigentlich das ganz große Problem ist, denn wir brauchen die auf jeden Fall für den Endkampf. Das ist für mich in meinen Augen die geeignetste Waffe. Wir müssen mal was gucken. Wenn ich mich hier jetzt ablassen würde. Moment mal. Ach so. Ist es schon wieder soweit? Sind wir schon wieder am Rätseln? So, es macht irgendwo irgendwas auf. Keine Ahnung. Nein! Was war das denn? Was war das? Hä? Woran bist du denn jetzt gestorben, bitte? Das muss mir jetzt mal einer... Ja gut, sie stand am Schalter. Dann war sie wahrscheinlich nicht pixelgenau an der Wand. Deswegen ist sie zu weit. Aber warum hat sie sich nicht festgehalten? Ich habe ja noch reagiert. Hält da gerade was anderes auf? Nee. Das Secret sammeln wir ein, wenn wir soweit sind. Das Secret sammeln wir auf. Ich will das erstmal erkunden. Weil er hat jetzt irgendwo einen Schalter aufgemacht, wo keiner eine Ahnung hat, wo das ist. Und es geht offensichtlich nicht weiter. Aber ich riskiere das jetzt. Ich versuche diesen Sprung. Aber den schafft sie nicht. Das sind über drei Blöcke. Wie soll sie das schaffen? Selbst von der erhöhten Position schafft sie das nie nicht. Ich habe halt vorhin gedacht, dass dieser Gang hier der ist, wo es weitergeht. Aber geht's ja nicht. So, jetzt betätigen wir diesen Hebel. Keiner weiß, wo das ist. Halten wir das mal fest. Also ich weiß es nicht. Für alle, die es schon gespielt haben. Ich habe noch eine Idee. Muss also offensichtlich da hoch. Aber darüber, das, wie soll sie das schaffen? Das schafft sie nicht. Das ist ein Todeskommando. Sein, ich komme von da unten hier hoch, aber das ist auch viel zu hoch. Da ist auch ein Riesenzaun. Ich glaube, da geht es aber auch nicht weiter.
Oder wenn, dann kommen wir da später mal an und kommen dann da hin. Nee, 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 nee. Wir kommen hier nicht weiter. Wenn ich mich hier runterfallen lasse, das schafft sie nicht. Schafft sie in 1 Million Jahre nicht. Nee. Es geht hier offensichtlich nicht weiter. Das ist nicht gut. Mich hier nochmal an der Wand um, aber hier ist auch nichts. Mich hier runterlass auch nicht, ne? Nee, nee. Nee. Also wenn du das schaffst, Lara, dann hast du Gelenk raus, Stahl. So, jetzt holen wir uns erstmal das Secret. Dann habe ich aber keinen Film mehr. So, bitte links abbiegen. Übrigens, in Tomb Raider 3 haben sie es tatsächlich hinbekommen. Also da ist der Regen nicht... da steigt der Regen nicht nach oben wie in Tomb Raider 5. So, jetzt holen wir uns erstmal das Secret. Und dann vermute ich mal, dass man nach unten gemusst hätte. Das wiederum bedeutet... dass es irgendwo oben weitergehen muss. Nur wo? Was habe ich da übersehen? Weil hier geht es offensichtlich nicht weiter. Das ist, glaube ich, so offensichtlich wie das Amen in der Kirche. Oder so sicher wie das Amen in der Kirche. Nennt es, wie ihr wollt. Da kann sie auch nicht lang kriechen, ne? Nee, 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 nee. Das schafft sie nicht. Ah. Nein, nein, nein. Hm. Geht gut los. Aber ich habe das gewusst. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir London noch im Urlaub spielen, dass das Glücksrad da so entschieden hat. Ja. Habe ich das eigentlich schon erzählt, wie ich das entschieden habe? Na jedenfalls, ich wollte es halt jetzt spielen. Habe dann halt die Abstimmung gemacht, weil ich wollte halt auch nicht einfach sagen, ich spiele jetzt London. So, klar, ist es von der Sache her, ist es scheißegal. Wir hätten jetzt London spielen können, wir hätten die Südpazifik spielen sollen, wir müssen es sowieso spielen. Das ist völlig wurscht. Sag ich jetzt mal. Das hat für den Spielverlauf selber überhaupt nichts. Aber es ging mir einfach darum, ich wollte euch ein bisschen mitwirken lassen. Das habe ich dann jetzt auch getan. Das habe ich dann elegant umschreiben können. So, hier unten sind wir gewesen. Au. Ist hier was? Nein. Die Notfackeln sind ganz geil. Ich weiß gar nicht, in welchem Teil das noch nicht funktioniert hat. Ich glaube, ab dem 4. ging das nachher nicht mehr. Im 4. haben sie das so ein bisschen... Aber da brauchte man es auch nicht. Das war nicht so dunkel. Was überlege ich hier gerade? Ach so, wie ich wieder hochkomme. Wir sind ja jetzt auf Deutsch gesagt wieder am Anfang. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir gehen jetzt... Nein, das machen wir natürlich nicht. Obwohl ich ernsthaft überlegen bin, wenn man darüber irgendwie wieder zurückkommen könnte, ob ich mir wenigstens den Speicherkristall und die Goodies da safe. Aber, nee. So, wo war jetzt hier ein Schalter? Wo haben wir jetzt irgendwas übersehen? Oder noch nicht gefunden? Muss doch irgendwas sein. Ich habe nichts. Schade. Warum kann man hier nochmal hin? Hier ist doch nichts. Naja, doch, die Dinger. Man würde von hier aus nochmal an das Secret kommen, aber das schafft man nicht. Das macht ja auch wenig Sinn. Oder beziehungsweise es wäre ein bisschen sinnbefreit. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Wir müssen jetzt einfach verschiedenste Dinge ausprobieren. Ja, aber beziehungsweise würde ich jetzt, wenn wir oben wären, wieder speichern. Das mache ich hier natürlich nicht. Wir haben jetzt beide Wege, die uns geboten werden, ausprobiert. Was übersehen wir? Dann ist hier oben noch dieses komische Gitter, wo ich nicht rankomme.
sind wir hier oben. Hier ist erstmal noch das Medikit, wo ich nicht hinkomme, plus diese Plattform. Hier hinten runter. Ging es nicht. Da ist das Levelende. Hier ist der Kran. Wartet. Da war ich schon mal, ne? Bin ich der Einzige, der das da sieht? Würde ich da hinkommen? Einfach so ranspringen? Nee. Von unten kommt man auch nicht ran. Ich glaube, da oben leuchtet mich ein Speicherkristall an. Also. Ich weiß es doch auch nicht. Okay. Ich werde langsam sicher den Verdacht nicht los. Aber kann ich ja auch nicht. Ich kann mich an der Dings ja nicht hangeln, weil. Das geht ja nicht. Das ist ja nur so ein Stufendach. So, hier wäre jetzt der komische Kran. Ich wollte mal was ganz anderes gucken. Ich lasse mich mal kurz hier ab und hoffe, dass ich nach unten gucken kann. Also wenn ich mich jetzt hier runter lasse, dann lande ich wieder hier. Kann sie da stehen? Und wenn ja, wo führt mich das hin? Bis da. Dann nicht weiter. Bringt mir auch nichts. Schafft sie den Sprung dahin? Keine Ahnung. Da ist dann immer noch dieses komische Medipack da, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Und dass ich mich da langhangeln könnte. Ich weiß halt nicht, aber das sind 1, 2, 3. Das sind, glaube ich, sogar 4. Das schafft sie nicht. Wir gehen jetzt nochmal den Weg nach unten. Also den normalen Weg hierhin. Gucken wir mal, ob ich hier irgendwas übersehe. Hier nichts. Da kann ich mich ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiterhangeln. Ich würde auch nicht mehr zurückkommen jetzt tatsächlich. Scheiße. Hier aus schafft sie das da nicht rüber. So, man kommt hier hin. Oder bis hier hin. Aber dann geht's halt nicht weiter. Aber das ist eindeutig irgendwas zu mangeln. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da? Da komme ich so. Ach so. Wartet mal. Das will ich jetzt noch versuchen. Oh, das ist hoch hier. Aber ich dürfte kein Leben verlieren. Nee, tue ich auch nicht. Gibt also einen Rückweg. Mir ist da gerade was aufgefallen oder eingefallen. Das möchte ich nochmal kurz abchecken, ob das vielleicht hier gewesen wäre. Weil ansonsten gehen mir echt gerade die Möglichkeiten aus, die nicht beinhalten, mich irgendwie waghalsig in irgendeinen Tod zu stürzen. Mir wird halt noch der schnelle Weg einfallen, aber das ist doch nicht der Intendant-Weg, oder doch? Na, wir kriegen das raus. Und zwar kann man sich ja auch noch hier runterlassen. Das muss ja auch noch einen Beweggrund haben. Nur welchen?
Aber hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. Es muss doch... Das Ding hier muss doch eine Relevanz haben, oder nicht? Oder ist das auch bloß nur weg, falls man sich hier irgendwie durchglitscht? Ich weiß es nicht. Okay, ihr Lieben. Wir werden in der nächsten Folge weiterrätseln. Das wird wahrscheinlich ein optionaler Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Bei Let's Play Tomb Raider 3 hier in London, wo wir absolut nichts geschafft haben. Aber egal, willkommen in Tomb Raider 3. Bis dahin. Kommt sie doch von hier oben hier so ran? Nee. Raff's nicht. Ich raff's gerade halt wirklich nicht, ne? Das ist halt genauso wagemutig, wie sich von hier zu versuchen, noch diese... Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.